Moin Moin, hier ist Sylt Exklusiv TV mit den wöchentlichen Sylter Nachrichten. Ich melde mich heute aus dem stürmischen Kampen. Im November geht es einmal anders herum. An 6 Terminen können Sylter nach Köln-Bonn fliegen. Die HLX macht es möglich, vielleicht zum Weihnachtsshoppen. Von Köln-Bonn aus sind die Metropolen des Rheinlandes wie Köln und Düsseldorf in kurzer Zeit zu erreichen. Auch ein Insulaner muss mal Großstadtluft schnuppern. Im nächsten Jahr wird der Hörnummer Leuchtturm schon 100 Jahre alt. Ihm zu Ehren gibt die Deutsche Post im nächsten Juli eine Sonderbriefmarke heraus. Besuchen Sie ihn doch einmal. Führungen finden regelmäßig statt und der Ausblick von dort oben ist imposant. Er steht auf einer 17 Meter hohen Düne und ist selbst 33 Meter hoch. Noch in einer Entfernung von 40 Kilometern können Schiffe sein Licht sehen. Die Bauarbeiten für das neue Kurhaushotel und die Ladenpassage in Wenningstedt sollten ja eigentlich diesen Monat beginnen. Aber Anwohner hatten Anträge beim Oberverwaltungsgericht in Schleswig für ein Normkontrollverfahren eingereicht. Das Gericht hat noch nicht entschieden. Für den Bauherrn wird's langsam teuer und so versucht er sich im Moment mit den Anwohnern auf anderem Wege zu einigen. Umstritten bleibt das Projekt trotzdem. Was passiert eigentlich mit den Strandkörben im Winter? Sie wandern in ihr Winterquartier. Auch in diesem Herbst werden die Wenningstedter Strandkörbe wind- und wettersicher in der Strandkorbhalle untergebracht. Weit ist der Weg vom Strand nicht. Die Halle steht in seiner unmittelbaren Nähe. Sagenhafte 1680 Körbe passen in sie hinein. Am vergangenen Samstag fand der Rosenball zugunsten von UNICEF im Campus statt. Ich durfte leider nur von draußen zuschauen. Aber 110 Gäste waren dem Ruf von Rolf Seiche gefolgt. Peter Harry Carstensen war der Ehrengast des Abends. 40.000 Euro kamen bei der Benefizveranstaltung für UNICEF zusammen. Am 4. November findet im Kirchweg in Westerland ein Flohmarkt statt. 37 Standbetreiber warten dann von 11 bis 18 Uhr auf ihren Besuch. Am vergangenen Samstag und Sonntag haben die Morsumer Kulturfreunde für Scheunenatmosphäre im Moasemhüß gesorgt. Mit viel Liebe hatten die Morsumer Kulturfreunde alles festlich und herbstlich geschmückt. Die Herbsttage waren wieder ein wahrer Publikumsmagnet. Die Besucher konnten an vielen Ständen leckeres Selbstgemachtes probieren und auch kaufen. Marmeladen, Wurst, Kuchen und vieles mehr. Bei drei Morsumer Landwirten drehte sich alles um die Kartoffel. Es gab aber auch noch Schmuck und Antiquitäten und für das leibliche Wohl der Besucher war natürlich auch gesorgt. In der oberen Etage wurden die selbst gemalten Aquarelle der Kunstfreunde ausgestellt. Darunter waren wirklich ganz tolle, wunderschöne Arbeiten zu sehen. Die konnten natürlich auch gekauft werden. Am nächsten Mittwoch gibt der Kirchenmusiker der St. Severin-Kirche in Kaitum, Alexander Ivanov, ein Konzert. Um 20.15 Uhr geht es los. Es steht Musik aus dem 17. Jahrhundert auf dem Programm. Fantasievolle Werke warten auf Sie. Im Moment ist ihr allerschönstes Herbstwetter, das man sehen kann. Hoffentlich bleibt es noch ein bisschen so. Das waren die Sylter Nachrichten für diese Woche. Schön, dass Sie wieder bei uns waren.